spielen sehen. Ich mit habe TF hier miteinander. Ja. Wow. Ich kann so viel Schiss drüber. Ich bin alter Bahnhof. Boah, ey, diese Hakerei immer, ne? Ja, eben, ne? Ich habe mich schon gewundert. Ich wollte hier die durchsuchen. Also Sigi macht heute nicht mit, ne? Was? Weiß ich nicht. Ja, er hat gesagt, er hat nur 4 Stunden geschlafen. Wer hockt denn hier im Busch? Was will mit unserem anderen Kameraden? Der hat selber gut da platziert. Oh, ups. Kommt ja erst um 21 Uhr, der muss noch... Ach ja. Hast du mir auch geschrieben, aber ich hab's... Aber einer muss ja für uns die Rente verdienen, ne? Ja, ja, ist... hast du mir geschrieben, aber ich hab's danach nicht mehr gefunden. Ich hab's nur in meiner Handyübersicht gesehen, dass es angekommen ist. Dann habe ich im Discord geguckt und ich so, wo hat er denn geschrieben? Nachricht? Überall nachgeguckt, aber... Discord wird unseriös. Ja. Schluckt einfach Nachrichten hier. Was schluckst du? Nein, Discord schluckt einfach Nachrichten. Ja, kenne ich. What the fuck? Die hat miteinander gespielt, nicht wir. Nee, Johann, das war nur Zugucker. Wird nicht besser, Jungs. Keine Kiste am Berg. Aber Sigi, wenn du 4 Stunden geschlafen hast, dann haben wir beide zusammen letzte Nacht ja 8 Stunden geschlafen. Ist doch gut, dann können wir zusammen spielen. Boah, es ist warm, ey. Das war echt ätzend. Gestern schon wieder 29 Grad und 70% Luftfeuchtigkeit in der Wohnung gehabt. Glaube ich dir, ey. Ich war so froh, als ich vorhin von der Arbeit nach Hause kam und gesehen habe, weil ich die ganze Zeit Fenster angekippt habe, mit Durchzug ja so ein bisschen, dass da endlich mal eine 47% Luftfeuchtigkeit stand. Und nur 26 nur noch. Immer im Camp ist einer. Hat mich gerade weggenanzt. Oh, ich hab's gehört. Wow. Ja, aber der hat sich durch die Wand gebackt, meiner Meinung nach. Das stand aber am Zelt, oder? Ja, am Zelt stand er. Ist ein PMC. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob er sich geportet hat durch die Wand, gell? Ich kann's nicht versprechen. Wo hast du? Moment, zwischen Zelt und Klo. Aber ich bin tot. Ja, ich hab ihn gerade beschossen. Ja, ich hab ihn beschossen. Nicht in den Stacheldraht. Wo ist der Sack? Der hat ja alles getötet im Medicamp. Bin gleich wieder da. Mhm. Boah. Also jetzt sollte es mal kurz nicht lecken, weil ich gerade den Berg runterrutsche. Also der Gegner war am Eingang. Ja, der hat hier gut aufgeräumt, du. Boah, sind echt viele Ruckler heute. Also, servermäßig. Mhm. Glaube, ich muss auch schon wieder irgendwas installieren. Im Launcher-Start stand nämlich ein Style da vorhin. Hast du wieder geschossen? Nein, nein, aber hier spricht ein Skeff mit mir. Kann sein, dass er auf den geschossen hat.
Boah, immer diese Schüsse. Komm, ich habe ihn nicht gekillt. Bist du das? Nein. Okay. Ich bin auf dem Sniperberg. Auf jeden Fall ein Scav-Player. Jetzt hier bei mir gerade. Hoffe ich zumindest. Maure, ich lebe sogar noch. Okay. Johannes ist leider schon getötet worden. Wo ist Johannes gestorben? Im Medicamp. Vesco ist auch gerade vor Ort. Eingang Medicamp war gerade ein PMC. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der noch hier ist. Da lohnt sich eh nicht hinzugehen. Das ist ja alles leer. Ich glaube, der ist auch schon weitergezogen. So, am Roof Exit kann er einfach nicht raus. Da ist zu viel. Also für PMCs. Ich kann den Hammer, den Slash Hammer einfach mal quer im Rucksack machen, ne? Sag mir Bescheid, wenn du einen queren Arsch kriegst, gell? Sowieso. Ich hoffe nicht, dass der das war, den ich getötet habe. Hast du ihn getötet? Ja, aber das ist ein Scav. Vielleicht war es ja ein Scav-Killer. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall war es ein Scav-Spieler hier. Ich bin nicht sicher, ob ich mich hier noch aufhalten sollte. Tja, im Zweifel trau deinem Gefühl. Ja. Okay. Ich hab schon so oft ein Gefühl gehabt und dann das ignoriert und bin dann gestorben dadurch. Hey, Junge, das bin ich. Hör auf, wie du schießt. Nee, nee, war das Scav-Spieler. Scav-Haus. Jemand bei euch im Sägewerk gewesen? Nein. Dann werde ich es gleich mal herausfinden, ob ich einen Scav getötet habe oder nicht. Das ist richtig. Es sei denn, die sind zu weit weg, dann haben die sich noch nicht abgesprochen. Das soll ja auch irgendwie sein, ne? Echt? Krass. Ja, das ist irgendwie nur zonenbedingt. Wenn du um Oli einen killst, sollen die dich im Idea nicht mehr erkennen können, aber... Hat aber auch nicht wirklich immer funktioniert. Mhm. Ich würde sagen, der Vespo probiert das in der nächsten Runde aus. Nein. Aber dann sind wir alle schlauer. Wobei ich glaube, das ist nur auf Anschießen gedacht und nicht auf Killen. Wenn du killst, bist du, glaube ich, generell wirklich bei allen unten durch. Gucken wir doch mal.
aber der hat ja den Johannes erschossen. Ja, Johannes meinte bloß, es war ein Spieler. Aber wir wissen natürlich nicht, ob es ein Sketch-Spieler war. Mhm. Nee, es war wirklich nur ein PMC-Spieler mit Krone. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, du hast sogar PMC gesagt. Ja. Naja, aber vielleicht... Diesmal habe ich mich gescheit ausgedrückt. Vielleicht hat der Typ, den du jetzt gekillt hast, vorher aus Angst und Panik halt einen NPC erschossen. Kann ja sein. Wir gucken mal. Nehme ich mit, die brauche ich. Also wenn das Kabel heute noch bestellt ist, ist es morgen da. Mann, hier ist ja ein Airdrop. Der ist aber noch voll. Wie? Der auf der Wiese, hinter dem kleinen Sniperstein? Hinter einem kleinen Sägewerk. Achso, okay. Jetzt gleich nicht mehr voll. Hinter einem kleinen Sägewerk? Ja. Richtung City? Also. Richtung Berg. Okay. Ist noch ein Mechanik-Rucksack. Bin nämlich gerade bei der Kirche. Ja, wie gesagt, hier ist noch ein Mechanik-Rucksack. Den dicken Rucksack habe ich mir mitgenommen. Perfekt. Oh. Ich habe ja schon den. Ich habe ja schon den Kill-Mich-Rucksack. Ja, aber der Mechanik-Rucksack nimmt weniger Platz im Stashback. Ach, die Pillbox. Ne, der Mechanik. Moment. Was ist denn der Mechanik? Der heißt Mechanik. Ist das so ein schwarzer? Nee, ein gelber. Ich höre Diskrimination raus. Ja, das ist ein schwarzer. Ja, siehst du, das ist ein schwarzer. Sag ich doch. Das ist die Pillbox. Heißt bei uns nein. Mechanik. Muss man auf das Deutsch umstellen. Mechanik. Pillbox ist was anderes. Okay. Okay. Ich habe keinen Skiff getötet. Dann sagt das mir gerade gar nichts. Wegen? Mechanism. Hey, nice. Genau zu sagen. Oh, aber hinter mir wird ein Skiff erschossen. Ah, dann lauf mal. Uiuiui. Nehm halt nicht jeden Busch mit. Okay, da geht jetzt gerade ein anderer Skiff-Spieler dran. Wollt doch noch looten. Sag mal, was ist denn hier los? Hast eine Hackerrunde erwischt, Vespo. Ich hab nichts gemacht. Doch, du wolltest looten, es riecht da bei dir. Oh fuck, ich muss ja noch eine ganze Map. Ihr hört mich schon, oder? Ja, klar. Ja, ja. Ja, warum? Ich dachte gerade die ganze Zeit, ihr ignoriert mich. Ja, warum? Du bist doch nicht mehr im Spiel, du bist doch tot. Deswegen, okay. Deathman don't talk. Genau, Tote können nicht reden. Ich hab mich schon gewundert, ob ich tote Menschen hören kann. Na wieso, was hast du denn, Johannes? Nee, weil ich hab nur gedacht, dass man mich nicht hört, weil das Mikro so ein Ton, ja, so die letzten Tage spackt. Wow, und ich dachte, jetzt kommt eine Info von dir. Nein, alles gut, tut mir leid. Ich bin schon tot. Hier war schon einer am Looten, das gibt's auch gar nicht. Dafür habe ich den Hammer weggeworfen. Naja. Jungs, ruhig hier, ja, ja, ruhig. Boah, war halt Platz, ne? Okay. War wirklich viel bringen tut er wahrscheinlich auf dem Markt nicht, oder? Nee, den hätte ich sowieso bei Terrapist verkauft.